Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der antiken Fabel vom Fuchs und den Trauben zeigt sich ein Fuchs verächtlich über die Trauben, die er nicht erreichen kann. So biss der Fuchs die Zähne zusammen, rümpfte die Nase und meinte hochmütig, dass ihm die Trauben noch nicht reif genug sind und dass er keine sauren Trauben mag. Sodann stolzierte er mit erhobenem Haupt in die Wälder zurück. Die Trauben jedoch vergaß er nicht und dachte noch lange Zeit an sie. Diese Fabel karikiert den unehrlichen Umgang mit einer Niederlage, denn um sich nicht eingestehen zu müssen, dass er die Trauben nicht erreichen kann, behauptet der Fuchs, sie gar nicht erreichen zu wollen. Nebenbei bemerkt wird ein solches Verhalten respektive Schönreden in der Psychologie als kognitive Dissonanzreduktion bezeichnet, indem man nämlich versucht, einer konfliktären Situation nachträglich einen rationalen Sinn zu geben. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Videos. Es ist so: Die Goldproduktion in Südafrika lag im Juni 2022 grob 29% unter dem Vorjahr. Damit befindet sich die südafrikanische Goldproduktion bereits 4 Monate in einem ähnlich hohen Defizit beim Gold. Hinzu kommt, dass auch der Goldabsatz im Juni 2022 gesunken ist, und zwar um etwa 40% gegenüber dem Vormonat und um über die Hälfte gegenüber dem Vorjahr. In diesem Kontext sprechen nun einige böse Zungen gerne von einer schwachen Goldnachfrage, womit wir wieder bei der besagten Fabel vom Fuchs und den Trauben wären. Denn wenn ein Goldproduzent nicht mehr liefern kann, dann ist es leichter, eine schwache Goldnachfrage zu behaupten, als sich einzugestehen, dass das eigentliche Problem für das anhaltende Defizit bei der Goldförderung vor allem schwierige Förderbedingungen sind. Darunter Bergbau in extremer Tiefe, Streiks, Stromausfälle und eben auch die Corona-Krise. Für den entspannten Privatanleger, der physisches Gold hält, ist eine Sache wichtig zu verstehen. Sogenannte laute Ankündigungen oder vereinfacht gesagt mediales Geschwafel sind im Grunde genommen lediglich eine Art Eingriff in die Preisbildung. Beispielsweise ist in den Medien von Goldverkäufen die Rede, doch in Wirklichkeit wird das Gold nur von einer Notenbank zu einer anderen Notenbank geschoben, womit ebenso von Goldkäufen gesprochen werden kann. Dass der Goldpreis nach wie vor gedrückt, um nicht zu sagen manipuliert wird, das tut sein Übriges, Gold für die breite Masse unattraktiv scheinen zu lassen. Erwähnt seien hier beispielsweise die Goldleihe als Warenleihe oder sogenannte Gold-Carry-Trades als Zinsdifferenzgeschäfte. Ohne diese Interventionsmöglichkeiten von Zentralbanken hier in diesem Video weiter auszuführen, sei erwähnt, dass gegenwärtig auf eine einzige physische Unze Gold weit über 100 verbriefte Ansprüche auf Gold kommen. Hier sollte wirklich jedem klar werden, dass das langfristig kein gutes Ende nehmen wird, weil eben weit über 100 Marktteilnehmer glauben, sie besäßen eine Unze Gold, die sie letztlich aber nicht physisch erhalten werden. Denn es ist bereits jetzt einfach nicht genug physisches Gold lieferbar. Und in Zukunft mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch weniger. Es kommt nach wie vor darauf an, physisches Gold zu besitzen, denn eine Sache ist nicht von der Hand zu weisen. Die Goldvorräte der Erde, in der Erde, gehen zunehmend zu Ende. Und wer dann eines Tages das, was er nicht erreichen kann, namentlich Gold, mit Worten schlecht macht, dessen Situation ist ähnlich dem Gleichnis mit dem Fuchs und den Trauben. Noch mehr über Edelmetalle, das erfahrt ihr in meinem neuen Buch Jahrhundertchance Silber. Ja, es steht Silber im Titel, aber es geht auch sehr viel um Gold. Und wenn ihr allgemein noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Das ist kostenlos und mir hilft es enorm weiter. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt diesem Video jetzt einen Daumen nach oben. Und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute und sehr gerne bis bald.